Hallo und herzlich willkommen zu einem Zwischenvideo, würde ich mal jetzt so sagen. Und zwar hat sich auf YouTube etwas Nettes, glaube ich, getan. Und zwar gibt es jetzt mittlerweile eine dritte Form, wie man seine Werke, Videos publizieren kann. Wir hatten ja mal das Video uploaden, hatten es eventuell blöd gesagt, wir haben es noch immer, ganz klassisch. Dann kam noch das Livestreamen dazu und jetzt kommt eine Art, die sich Premiere nennt. Was ist darunter zu verstehen? Das bedeutet, dass man ein Video, eventuell ein aufwendigeres, vorbereitet, dann einen Zeitraum setzt, wann es publiziert werden soll, und dieses wird dann wie ein Livestream abgespielt und man kann mit seinen Zuschauern dann live, während man sich dieses Video ansieht, sich dann halt eben unterhalten. Ähnlich wie bei einem Livestream, aber es ist trotzdem ein Video. Die nennen wir es mal Stream-URL. Und auch die Video-URL sind dann die gleichen. Man kann auch nach diesem Premiere-Event wie gewöhnlich das Video kommentieren. Aber der Live-Chat, der bleibt rechts vorhanden, damit man auch einsehen kann, worüber die Leute im Nachhinein halt eben so geschrieben haben. Und man kann eben als Kanalbetreiber mit den ganzen Leuten das Video angucken und miteinander halt eben schreiben. So großartig, sage ich jetzt einmal, ist das jetzt Ganze nicht. Also irgendwie utopisches Neugut, was weiß ich, ist es jetzt mal nicht. Aber ich habe mir gedacht, da in der letzten Zeit einige von euch, für meine Livestreams jetzt nicht sonderlich viel Zeit haben, wollte ich den Vorschlag machen, wie wäre es, wenn ich, sagen wir mal, Age of Empires 1 bis 2 Stunden lang spiele und dieses Gameplay, was ich natürlich kommentiere, wie immer, wir uns dann als Premiere ansehen. Wir können uns per Twitter oder gleich hier unter diesem Video einen Termin ausmachen, wann wer wo wie Zeit hätte. Und danach können wir uns das Video eben gemeinsam ansehen. Ich werde jetzt in der nächsten Woche leider nicht available sein, wenn wir das jetzt mal so sagen, weil ich in den Urlaub fahre. Aber wenn ich wieder zurück bin, könnten wir so etwas starten. Natürlich kann man das Ganze auch auf die stinknormalen Videos jetzt irgendwie beziehen und wir sagen, jeden Freitagabend oder so pfeifen wir ein Let's Play Video um 20 Uhr rein und um 20 Uhr treffen sich halt die Leute und gucken gemeinsam das Video. Ist jetzt nur 20 Minuten lang und es wäre schwer, dass jetzt jemand dazuschalten kann oder so, aber nichtsdestotrotz, das Video bleibt ja auch im Nachhinein wie ein normales Let's Play Video. Also ich würde gerne eure Meinung dazu hören, aber ich dachte mir einfach, da jetzt wirklich in den letzten Wochen entweder der keine Zeit hatte oder der andere oder der dritte wiederum nicht, war es sehr schwer für mich auch die Livestreams irgendwie so auszulegen, damit die Stammzuschauer, die ich habe, die 4, 5, die Möglichkeit halt eben haben, auch alle gemeinsam irgendwie sich etwas anzusehen. Und ich denke mir mal, dass man das mit der Premiere-Möglichkeit auch erreichen könnte. Denn ansonsten kann man sich den Livestream aber dann leider alleine dann auch ansehen, wie ein stinknormales Video, aber zusammen zu chatten wäre, denke ich mir mal, noch so ein kleiner Tick an Community und eventuell gefällt das ja einem oder dem anderen von euch. Schreibt mir, was ihr darüber denkt, ob wir uns gleich einen Termin ausmachen sollen oder ob wir jetzt warten sollen oder wie auch immer. Eure Gedanken dazu. Ich werde euch in der Beschreibung noch das Video von YouTube selber dazu verlinken, damit ihr euch das auch mal ansehen könnt, damit ihr versteht, auf welchen Grundlagen das basiert und was man da einstellen müsste, um benachrichtigt zu werden und vieles mehr. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Bis dann!